Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir reden heute, es ist ja schon erwähnt worden, über TTIP, TTIP auch genannt, das transatlantische Freihandels- und Investmentpartnerschaftsabkommen oder auch TAFTA genannt, Transatlantic Free Trade Agreement. Also viele Abkürzungen, aber worum geht's? Es ist von vielen Vorrednern schon gesagt worden, im Wesentlichen geht es um einen gemeinsamen Markt diesseits und jenseits des Atlantiks für immerhin 818 Millionen Menschen. Und freier Markt, das hört sich erstmal ganz. Entschuldigung, gut. Herr Kollege, meine Damen und Herren, ich bitte doch, die Gespräche einzustellen. Und wer unbedingt reden muss, rauszugehen. Das ist ansonsten hier ein Pegel und der Redner hat das Anrecht darauf, dass Sie ihm zuhören. Bitte sehr. Vielen Dank. Freier Markt hört sich erstmal ganz gut an, aber wie immer steckt der Teufel im Detail. Und der Kollege Zimmermann hat darauf hingewiesen, um Zölle geht es eigentlich nicht mehr. Es sind 5% der Geschichten. Es geht um die sogenannten nicht-tarifären Handelshemmnisse. Und an der Stelle fragen dann immer viele Leute nicht-tarifäre Handelshemmnisse, was soll das denn sein? Das sind beispielsweise solche Regelungen, die verbieten, ein Auto, das in den USA hergestellt wird, was hinten rote Blinker hat, in Europa zu verkaufen, weil in Europa müssen die Blinker orange sein. Nun ist es mit den Blinkern nicht weiter tragisch, aber es sind weitere Regelungen in der Frage, nämlich die Chlorhühnchen sind aufgezählt worden. In den Vereinigten Staaten ist es üblich, dass ein geschlachtetes Hühnchen nach der Schlachtung in ein Chlorbad getaucht wird, um es zu desinfizieren. In Europa ist vorgeschrieben, dass es aus gesundheitlichen Gründen mit tiefgekühlter Kaltluft desinfiziert wird. In der Europäischen Union haben wir uns darauf verständigt, dass eben die Behandlung mit Chlor gesundheitsschädlich ist. Über Genmais ist gesprochen worden, der jetzt im vorauseilenden Gehorsam bereits legalisiert wurde in der Europäischen Union. Aber es geht auch um Kultur. Und in der Anhörung im Kulturausschuss des Abgeordnetenhauses hat der Kollege vom Kulturrat, der Herr Zimmermann, der da war, auch deutlich auf die Schwierigkeiten hingewiesen. Es geht um Urheberrecht. Es geht um den Bereich der audiovisuellen Medien, der auf Drängen Frankreichs aus dem Verhandlungsmandat herausgenommen wurde. Zumindest glauben wir das so. Er hat aber auch darauf hingewiesen, dass die Vereinigten Staaten einen Umweg beschreiten und nämlich versuchen, bei der UN darauf hinzuwirken, dass die audiovisuellen Medien nicht mehr als Kultur eingetaktet werden, sondern als Telekommunikation. Insofern wären sie dann wieder vom Verhandlungsmandat erfasst und würden Teil eines solchen Abkommens werden. Der andere Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge und Dienstleistungen der Beschaffung ist erwähnt worden. Und es gibt unzählige Stellungnahmen des Deutschen Städtetages oder auch des Brandenburgischen Städte- und Gemeindebundes, die deutlich auf diese Fakten hinweisen und deutlich warnen, hier zu einer Vereinbarung zu kommen. Als letzter Punkt, es ist von Arbeitnehmerrechten gesprochen worden und ich will das an der Stelle noch mal deutlich sagen, weil ich glaube, viele wissen nicht, worum es geht. Es geht um den Bereich der ILO-Kernarbeitsnormen, von denen die USA nur 2 ratifiziert haben. Zu denen, die sie nicht ratifiziert haben, gehört erstens zum Beispiel das Recht auf Vereinigungsfreiheit. Das ist das, was Menschen in diesem Land die Möglichkeit gibt, sich in Gewerkschaften zu organisieren. Kollege Isenberg hat vorhin dazu aufgerufen, nicht wahr? Und der zweite Punkt ist das Recht auf kollektive Verhandlungen. Also Tarifverhandlungen, das ist der Kern des europäischen Tarifrechts. Und insofern, glaube ich, müssen wir einfach deutlich machen, das geht nicht. Das Schiedsverfahren ist undemokratisch und intransparent, darauf ist hingewiesen worden. Der Kollege Zimmermann hat die roten Linien aufgezählt. Wir glauben, die Transparenz bei den Verhandlungen ist nicht da und wir befinden uns faktisch auf einer schiefen Ebene. Ich will noch ein Beispiel sagen. Amerikanische Bundesstaaten haben ihrem Verhandler bei einem Freihandelsabkommen mit Asien Aufträge erteilt. Diese Aufträge sind nicht erfüllt worden. Die Bundesstaaten hatten hinterher nichts mehr zu sagen, Frau Kollegin Bentele. Und von der Seite her haben wir beantragt, die Verhandlungen zum TTIP zu beenden und das CETA, was ja bereits fertig verhandelt ist, nicht zu ratifizieren, weil beispielsweise die Investorschutzregelung über CETA zurückkommen würde.
Und wenn wir CETA nicht stoppen, dann hilft das ganze Gezeter über TTIP nichts. Im Übrigen, TTIP ist böse und nicht jeder Abgeordnete, der bunte Hosen trägt, ist lustig. Danke.